Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zur ersten Folge Trainsim World hier auf diesem Kanal. Wir wollen uns heute ein neues DLC anschauen, ein neues Add-on hier für den Trainsim World. Und zwar handelt es sich hierbei um die DBBR 182, auch genannt der Taurus. Und wir sind mal gespannt, was das Ganze hier bringt, was es hier beinhaltet und was wir hier noch so Schönes hier entdecken werden, zukünftig hier in Trainsim World. Spielen das Ganze natürlich in 1080p, 60 FPS. Ich hoffe, das funktioniert alles, das Ganze mit der Aufnahme jetzt. Und von daher würde ich mal sagen, wir setzen uns auf unseren Fahrerplatz. Ich glaube, ich muss hier keine Tutorials groß zu machen oder sowas, denn mittlerweile sollte ja bekannt sein, was doch eigentlich der, ja, Trainsim World ist. Wenn wir jetzt noch aufsteigen könnten, wäre das super. So, dann schließen wir das Ganze mal. Setzen uns mal hier auf unsere Fahrertür. Also, wir haben ja hier unseren Personenverkehr, sind ja auf der Karte S-Bahn Leipzig unterwegs. Ne? Wir sehen hier mit Dostos hinten dran. Also, das klappt hier alles. Und ja, setzen uns jetzt hier erstmal hier auf unseren Fahrerplatz. Und also, ich finde immer noch, wie unglaublich schön das Ganze hier aussieht. Ja, das ist Wahnsinn. Es sieht so hübsch aus, das Ganze. So, stellen Sie den Hauptschalter voraus und die Zugbremse auf volle Leistung. So, also, wir können jetzt hier erstmal den Hauptschalter, sollen wir auf voraus. So. Und die Zugbremse auf volle Leistung. So, das haben wir gemacht. Das Schöne ist, das wird hier uns immer alles ein bisschen noch ja, gesagt, wie wir das Ganze machen müssen. Zugbremse auf 1B. Haben wir. Türen entriegeln, links entriegeln. So, damit lassen wir die Passagiere einsteigen. Ja, dieses ist wie gesagt ein separates Add-on DLC, die DBBR 182. Ihr benötigt hierzu allerdings noch das Add-on Leipzig. Das kostet auch nochmal 29,99. Also seid ihr insgesamt, wenn ihr das Ding hier fahren würdet, bei locker 43 Euro. Das ist schon, ja... Auf jeden Fall einen Preis, der sich sehen lassen kann. Also da muss man wirklich mal sagen, so, wenn ja, Tram München teuer ist, ja, dann weiß ich auch nicht, ja, mit 35 Euro Clou, da muss man sagen, das ist halt alles nur Early Access und sowas. Das hier ist halt nichts mehr Early Access, das ist halt fertig. Ich sehe halt bloß, dass wir hier diese ganzen, dass das hier echt auf meinem Monitor echt komisch halt aussieht hier. Ja, dieses ganze Geflacker von der Oberleitung und alles sowas. Ja, muss ich mal gucken. Das habe ich, wenn ich das Ganze in 4K spiele, nicht. Das ist ein bisschen sehr eigenartig. Aber hoffen wir mal, dass das jetzt eventuell nur eine kleine Einstellungssache ist, die wir hier machen werden. So, links verriegeln. Wir verriegeln die Türen. Ihr seht es da. Ja, Türen sind verriegelt. Zack. Und wir sind soweit abfahrbereit. Aber das sieht schon echt hübsch aus. Ne? Lösen Sie die Bremse. So. Und fahren Sie los, wenn Sie bereit sind. So, nächster Halt Leipzig, Connewitz. Ja, also Trainsim World wird jetzt auch ein Bestandteil werden jetzt hier in unserer Let's Play Reihe. Neben natürlich unseren altbekannten Lotus und Omsi. Und wir werden das halt immer gucken, dass wir das immer so ein bisschen mixen halt alles. Wisst ihr ja, wir haben ja auch den Microsoft Train Simulator und alles sowas. Also auch da wird es weiterhin natürlich tolle weitere Let's Plays geben. Ich bin gespannt, habe mich schon lange darauf gefreut, dass ich das jetzt endlich mal hier in Angriff nehme. Ja, deswegen ist es wohl jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ja, wir hätten eigentlich nur 30 fahren dürfen. Ja, ja. Schande. So. Nächster Halt ist, wie gesagt, 8.09 Uhr. Ja, wir haben natürlich hier einzelne Aufgaben, können natürlich hier freie Fahrt und alles sowas machen. Das geht ja hier auch. Also muss mich mal damit noch ein bisschen weiter auseinandersetzen, weil ich selbst noch nicht ganz so viel Zeit mit den Trainsim World halt verbracht habe. Ich ihn aber jetzt schon eigentlich einen Tick besser finde als den Trainsim Simulator an sich von Dovetail Games.
Weil es ist hier irgendwie halt dieses freie Bewegen halt, ne, was wir ja hier haben, was ja in dem Train Simulator ja so nicht vorhanden ist. Das finde ich schon schön, ja. Also das muss ich mal lassen, ne? Dass du dich hier auf die Bahnhöfe so bewegen kannst und alles sowas. Ich hoffe, das war jetzt nicht mein Halt. Ne, mein Halt kommt da hinten erst. In 4,3 Kilometer. Ja, das Ganze gibt es natürlich auch für die Konsole, ne? Da muss ich auch nichts zu sagen. Also PlayStation 4 und Xbox One, die können das Ganze natürlich mit dem Controller spielen. Eine relativ coole Sache, dass jetzt mittlerweile wir an so einem Zeitpunkt angekommen sind, wo man halt auch solche Spiele auf eine Konsole spielen kann. Das war damals zu meiner Zeit halt nicht möglich gewesen. Da musste man sich notgedrungen halt ja einen PC besorgen oder sowas, wenn du halt Simulationsspiele spielen willst. Da war das Ganze weit, weit vom Abschuss gewesen, so, solche Sachen, wie gesagt, auf eine Konsole zu bringen. Und daher ziemlich cool. Kostet die dieses erste Paket, was es da gibt. Ich weiß gar nicht, ob es die DLCs dann auch noch einzeln zu kaufen gibt oder ob die verspätet kommen oder in der Richtung. Kostet, glaube ich, in dem Dreh 40, 50 Euro. Ja, dann könnt ihr das kaufen mit inklusive drei Strecken oder sowas. Also, ich glaube, Leipzig ist dabei. Dann haben wir die Standardstrecke hier von Amerika noch dabei. Und ich glaube, die britische Strecke ist da auch schon mit bei. Ja, also das ist dann halt so dieses All-in-One-Paket erstmal. Und das Ganze für 50 Euro. Ich glaube, das ist auch relativ günstig, wenn man das jetzt hier auf dem PC kaufen würde. Ich glaube, wäre das ein Tick teurer. Also von daher, ja, könnte man sich es auf jeden Fall mal schön anschauen und dann gibt es wahrscheinlich die ganzen einzelnen DLCs dann halt noch zusätzlich, aber die kosten halt dementsprechend halt auch immer. Strecken liegen halt immer so in der Regel bei 20 bis 30 Euro und dann halt diese einzelnen Züge, die es ja noch gibt, sind dann halt immer so diese 14 Euro. Und dann haben wir ja dann noch dieses Ganze, also es summiert sich halt, es fängt gerade erst an, Train Sim World läuft gerade mal an, finde ich, ja, also man kann da noch nicht von sprechen, dass sie jetzt schon sehr weit ist, die Entwicklung, also was jetzt so den Umfang halt angeht, da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen, ja, Zeit benötigen, so wie heute mit dem Train Simulator, ich meine, der ist ja mittlerweile ja auch schon ewig alt, ne? Das kann man ja mal sagen. So, und wir kommen unserer Haltestelle immer näher. So, und da sind wir denn. Und das finde ich halt so ziemlich cool. Ja. Es sieht auch hübsch aus, es läuft richtig, richtig gut. Ich meine, auch in 4K habe ich eigentlich keine Probleme. Oh Gott. Da waren wir jetzt ein bisschen zu voreilig. So, links entriegeln. Das läuft extrem gut auch noch zudem. Also, das finde ich halt richtig klasse. Also fast am Bahnhof vorbeigefahren. Mussten jetzt ganz schön in die Eisen gehen. Wurde mal ein Stück zurückgerollt hier. Passt, läuft. Ich zeig euch, wie man es nicht macht. Ja, also wie gesagt, da freue ich mich drauf. Wir werden uns so gut wie es geht alle deutschen Strecken zumindest angucken. Da gibt es ja noch einige, die man hier sich anschauen kann. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass dieser ganze Umfang, anders als wie bei dem Train Simulator zum Beispiel, dass wir da zum Beispiel jetzt so eine Strecke bekommen und dann kannst du die halt auf und abfahren, sind meistens hier mal 4, 5 Aufgaben. Die sind relativ kurz meistens immer. Ja, also es ist ein bisschen schade. Also wünscht man sich halt ein bisschen mehr Umfang. Aber dafür gibt es ja dann noch diesen Fahrplanmodus, den man ja hier absolvieren kann. Und da kann man natürlich dann dementsprechend halt fahren, wie man möchte. Ja, ihr könnt auch als Passagier hier mitfahren. Ihr müsst nicht unbedingt fahren, wenn ihr das nicht wollt, dann setzt ihr euch da in den Zug rein und dann könnt ihr euch das Ganze natürlich entspannt aus der Gegend natürlich anschauen und könnt halt einfach sagen, ihr seid einfach mal mit dabei, ne? Diese Stufenweise hoch. Ja, es ist schon ziemlich nice.
Ja, die Baureihe ist bekannt dafür, dass sie eine relativ gute Beschleunigung hat. Deswegen wurde sie halt übergangsweise halt für den S-Bahn-Verkehr eingesetzt, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, richtig gelesen habe. 80. Mal runterbremsen hier. War natürlich ein bisschen zu tief gebremst hier. Ja, weswegen sie halt übergangsweise halt eingesetzt wurde als S-Bahn. Und deswegen ist sie jetzt hier mit dabei. Ich finde auch den Namen ziemlich klasse, Taurus. Ja. Dass die Leute sich schon was Spezielles einfallen, ne? So, 1,6 Kilometer, dann haben wir unseren Bahnhof. Hier sehen wir schon, ja, in 80 Kilometer, an den 80 km/h jetzt gleich. Zack, zack, zack. Joa. Und an sich so, an sich gibt es nicht zu sagen. Also ich finde die Performance halt richtig gut. Ja, ich habe immer so meine paar Problemchen halt mit dem Train Simulator. Immer dieses gefühlte Nachladeruckler, die man ja halt schon zum Beispiel aus OMSI kennt oder sowas. Ne? Also so ganz hundertprozentig flüssig läuft das halt nicht hier bei mir, der Train Simulator. Was weiß ich ja. Das ist ein bisschen sehr eigenartig. Das ist bei Transim World ist das halt komplett überhaupt nicht vorhanden, dieses Problem. Das müssen wir gleich mal gucken. Die Scheibenwelche, die Scheinwerfer hier einstellen. So, und dann haben wir hier. Oder ist halt Leipzig Bayerischer Platz wahrscheinlich oder sowas, ne? So, links entriegeln bitte. So, waren wir jetzt hier? Bahnlinie, Stromabnehmer, Luftkompressor, Fahrgasttüren, Fahrgasttüren. So, Außenbeleuchtung. Leselicht kann aus. Achso, das ist das Leselicht, alles klar. So, Lichtstrahl hell. Ja, das ist doch. So, damit haben wir es eingestellt. Das ist auch so schön, ne? Ihr könnt hier alle Tasten hier bedienen und so. Ne? Ich finde das schon sehr klasse. Man kann auch irgendwie, habe ich gesehen, hier außen das Ganze hier oben im Display anzeigen lassen. Aber weil ich mich noch nicht mit dem Handbuch auseinandergesetzt habe, kann ich euch das gar nicht zeigen. Das werden wir uns bestimmt mal anschauen. Oder der ein oder andere weiß es eventuell schon. Der kann es ja gerne mal in die Kommentare posten, wie das Ganze mal, diese ganze Prozedur zum Beispiel funktioniert. Ne? Ich habe mir jetzt natürlich auch dementsprechend keine anderen Videos angeguckt. Das mache ich jetzt in der Regel überhaupt nicht mehr. Dass ich mich jetzt da irgendwie. Selbst ist der Mann, ne? Und von daher testet man dann auch dann lieber selbst gerne. So, und Abfahrt. Druck sinkt, ja, und dann wird das jetzt gleich losgehen. Oder auch nicht. Ja, fahren hier ein bisschen vorsichtig in die Bahnhöfe. Ja, nachdem man gemerkt hat, dass das erste Mal bremsen doch schon echt
und ich jetzt auch jetzt nicht der volle Guru bin, was jetzt so das Ganze jetzt angeht, was so Train-Simulator oder sowas. Ja. Bin ich ein absoluter Newbie, also so extravagante Wörter oder sowas werde ich jetzt hier nicht benutzen. Ja. Man fummelt sich natürlich immer so ein bisschen rein. Ich habe natürlich auch viel Zeit schon mit Susi verbracht, also einige Zeit mit Susi verbracht und viel Zeit auch mit dem Train-Simulator. Ja, weiß auch, PZB, SIFA und Co. Ja, das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung, wenn das Ganze halt dementsprechend funktioniert. Teilweise, glaube ich, funktioniert das auch in Train-Sim, dass man das aktivieren kann und benutzen kann. Ja, aber das ist halt immer noch so eine Wissenschaft für sich, weil ich glaube, immer noch nicht ganz hundertprozentig verstanden habe, sonst würde ich das hier auch alles so benutzen. Habe mir natürlich dazu halt viele Tutorials halt durchgelesen, angeschaut und habe da auch schon mich da halt reingelesen. Aber so 100% hat es noch nicht Klick gemacht im Gehirn. Und dann, wenn du das halt noch nicht so 100% verstanden hast, dann weißt du noch nicht so ganz genau, ja, wann musst du jetzt wie was machen und so. Ne? Klar, dass man die Wachsam-Taste und alles mal drücken muss bei gelben Signalen und alles sowas. Ja, das ist alles halt SIFA, ne, und Totmannsknopf und. Ja, diese ganzen Wörter, klar, damit kann ich komplett was anfangen. Aber ich kann das halt dementsprechend noch nicht so 100% jetzt sagen, dass ich jetzt das vollständig begriffen habe, jetzt diese ganze Thematik, ja. So, in den nächsten 500 Meter Leipzig Markt. So, links entriegeln, Türen sind offen, schnell einsteigen lassen, ja. Also das, wie gesagt, wird jetzt ein neues Projekt hier auf diesem Kanal sein. Das wird nicht das einzige neue Projekt sein, was wir jetzt starten in dieser Woche. Also tatsächlich geht es jetzt hier mal ein bisschen mehr los. Wollen uns nicht jetzt von Lotus oder von Ormsi abwenden, um Gottes Willen. Aber es ist halt immer so ein bisschen an die Zeit, auch mal ein bisschen ein paar andere Produkte halt auch mal anzureißen. Es gibt ja halt nicht nur Ormsi und Lotus auf der Welt. Das ist halt Ganze ist jetzt, wir sind ja halt für den Nahverkehr, ne, so ein bisschen, wollen uns aber auch so ein bisschen halt in den Fernverkehr so einschleichen, ja, so ganz vorsichtig. Train Simulator fand ich halt schon immer ziemlich geil, auch wie gesagt, das Ganze mit dem Rail Driver, der ist ziemlich cool, ich glaube, der funktioniert aber immer noch nicht in Train Sim World, was ich persönlich ein bisschen schade finde, gerade dieses Ding, ja, das hätte natürlich revolutionär sein können, ja, hier in den Train Sim World, wenn das Ganze natürlich 100% läuft. Aber nö, ist nicht. Und auf jeden Fall werden wir uns hier ja noch ein weiteres neues Spiel hier anschauen, hier auf diesem Kanal. Und dann werden wir uns da mal so ein bisschen uns mal TMS Studios vornehmen. Ja? Der eine oder andere könnte jetzt vielleicht schon wissen, was damit gemeint ist, was wir uns da anschauen. Denn auch da ist ein neues Add-on angekündigt worden, worauf ich mich persönlich sehr freue. Deswegen dachte ich mir so, okay, dann nimmst du jetzt die Zeit und wir starten endlich mit diesem Spiel. Ich persönlich war anfangs von diesem Spiel halt persönlich nicht so angetan gewesen, weil mich das Ganze halt doch einfach sehr an ein anderes Spiel erinnert hat. Aber ihr könnt das euch dann, wie gesagt, ja selbst alles anschauen. Wie gesagt, diese Woche hier neu auf dem Kanal, inklusive Lotus, Omsi und Co. Also wir werden natürlich diesen Spielen natürlich, diesen Simulatoren immer treu bleiben. Und von daher, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird, dann muss man mal ein bisschen zu was anderes greifen. So, links entriegeln. Jetzt geht's hier gerade Schlag auf Schlag hier. So, Fahrgäste einsteigen. Also ich finde, das ist so hübsch alles. Das ist Wahnsinn.
Schick, schick. Das Ding hier könnte man bestimmt gut in so einer Leitstellenfahrt benutzen, ja, weil du halt ja dann virtuell ja zum Beispiel mit dem Kollegen ja zurückfahren könntest oder sowas. Ja, du setzt dich einfach als Fahrgast hinten rein, ja. Oder zum Beispiel die Kontrolleure, ja, die könnten dann hier wirklich durch den Zug laufen und dann könnten sie natürlich hier ihre Fahrkarten kontrollieren lassen. Also das ist auch ziemlich geil, ja. Also ich, wie gesagt, also schon von der ersten Stunde an fand ich Trains in World von Anfang an schon ziemlich cool. Die haben viel gelernt aus der Zeit, also mit der Zeit jetzt mit dem Train-Simulator, ja, dass die, was so die anderen Spieler sich so eventuell wünschen, für die Leute, die einfach nur Zug fahren wollen, den reicht Train-Simulator dicke aus, ja, für andere muss es natürlich immer so ein bisschen Open World sein und alles sowas, ja, das ist dann natürlich ein bisschen, kann man verstehen, wenn es den einen oder anderen eventuell da gar nicht so hundertprozentig interessiert, ja. Ah, jetzt waren wir zu schnell gewesen. So, jetzt aber. Leipzig Messe. 5,8 Kilometer. Aktuell nur mit 80, bitte. Nein, denn. Weiterhin immer noch 80. Ja, da haben wir, wie gesagt, schön. Also wie gesagt, ich finde das Spiel echt hübsch. Also da könnt ihr ja gerne mal eure Meinung mal kundtun. Was haltet ihr denn so von den Train Sim World? Wie gesagt, auch wenn das halt schon ein bisschen ältere Simulation ist. Ihr wisst, ich hänge immer so ein bisschen hinterher, wenn es danach geht. Aber besser zu spät als nie, sage ich mir mal. Wie gesagt, weil es gibt halt 100 andere, die das deutlich besser machen als meine Wenigkeit. Kann man hier nicht noch ein Foto irgendwie machen? Scheinbar nicht, ne? Wenn ich das hab, ah ja, so war das genau. So. So war es gewesen. Hat konnte man sich ausblenden lassen mit der Taste F1. Da kann man halt schöne Bilder von machen. So, 120. Schon alleine sich einfach mal hier so in diesem freien Spiel einfach, ja, sich die ganzen Gegend mal anschauen, die ganzen Bahnhöfe sich mal 100% anschauen, weil es gibt hier auch natürlich, ja, wie es halt in so einem Open-World-Spiel natürlich sein muss, Sachen, die man hier entdecken kann. Dann gibt es hier diese Trophäen oder Errungenschaften, wie sie ja hier im Steam heißt, also für Leute, die sich halt auf gerade solche Sachen halt fokussieren, ne? Die haben natürlich hier reich einiges zu entdecken. Also zum Beispiel müsst ihr da irgendwelche Feuerlöcher auffüllen oder müsst irgendwelche Zeitungsstände irgendwie kontrollieren und. Also halt alles solche Sachen, ne? Müsst ihr dann hier zum Beispiel erledigen. Also das ist schon, die haben sich hier schon ein bisschen was einfallen lassen, kann man sagen. Da sind wir ja schon längst drüber, meine Güte. Also Uhrzeit passt wieder perfekt aufs Auge. Das liegt immer so ein bisschen, ne, wenn man dann halt gerade mal anmoderiert und alles sowas, da gibt ein bisschen Zeit flöten.
So. Und natürlich fahren wir auch relativ langsam hier immer in die Bahnhöfe ein, ne? Das geht alles besser. Muss ich mir mal die Zeit nehmen, mich da mal richtig reinzufuchsen, damit das halt alles irgendwann mal gut klappt. Ne? Jeder fängt mal klein an. So, links entriegeln. Und dann, ja, was? Also es ist schon sehr hübsch geworden. Es ist schon sehr hübsch. Und das, das Ding gab es ja schon. Ja, das ist jetzt kein Highlight. Aber auch den werden wir uns noch ganz speziell mal anschauen. Da gab es auch schöne Aufgaben. Ne? Das hatte ich damals alles schon für Microwasser TV gemacht. Das wiederhole ich sehr gerne jetzt hier nochmal. Für ÖPNV-Simulation freue ich mich drauf. Denn wie gesagt, das sind so diese Simulatoren, die bei mir eigentlich, sobald ein neuer Rechner wieder installiert ist oder sowas, wenn es noch frisch drauf ist, sind das so die Simulatoren, die immer drauf sein müssen. Also OMSI, Train Simulator, Transim World und dann jetzt ja auch Lotus. Ja. Aber seitdem musste ich Gott sei Dank mein Windows noch nicht neu installieren. Toi, toi, toi. Ja. So. Links verriegelt. Ding. So, und los geht's. So, Delitzsch. Kilometer? Wahnsinn! Belohnung erhalten. 80,2 Kilometer gefahren. Alles klar. Ja, dann freuen wir uns, dass wir 80,2 Kilometer gefahren sind. Mag auch diese nicht deutschen Strecken, also das Amerika-Settings, das finde ich jetzt nicht so geil, ja, mit diesen Kohlezügen und alles was da, ja, also stehe ich jetzt nicht so drauf, aber diese britischen Strecken, die sind schon richtig cool, also auch da sollte man mal vielleicht mal rüberlinsen, gibt es auch schöne Züge, ja, also da auf jeden Fall mal reinschauen, das sieht auch sehr hübsch aus, gerade diese. Ich mag immer so dieses Setting, ja, so dieses Licht-Setting manchmal, ja. Deswegen nehme ich recht gerne eigentlich Lotus halt immer so Morgenstunden auf, ja, wo die Sonne gerade aufgeht. Das wirft ein so geiles Licht, ja, das ist so fantastisch, das sieht so gut aus. Und das haben die hier in Transim World auch relativ gut eingefangen, ja. So, 9 Kilometer haben wir jetzt noch vor uns. Das ist schon ein weiter Abschnitt hier, den wir fahren müssen. Schon alleine, wie sich das auch alles bewegt hier. Ja, das ist großartig. Verstehe halt immer nicht, und das habe ich auch in den Kommentaren gelesen, man versteht halt nicht, warum baut man jetzt hier aus diesem. Die haben ja die haben das ja schon extrem gut umgesetzt. Warum setze ich jetzt hier keiner ran und macht hier so fette Straßenbahn-Addon oder sowas draus? Ist da alles schon da, ja?
sich das alles bewegt, ja, und das alles verhält, schon mega realistisch. Oh, noch mal ein Bild. Das ist doch relativ hübsch geworden hier. Aber den Taurus finde ich so von der Optik her, finde ich ihn auch ziemlich nice, ja. Also 13 Euro oder 14 Euro definitiv wert, ne? Das sieht echt hübsch aus. Ja, da kannst du wieder Fotosessions machen ohne Ende. So, immer noch 4,2 Kilometer. Das ist ein ganz schönes Stück hier, was wir hier fahren müssen. Ja, schön. Schön. Wie gesagt, also, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr denn so von Transim World, falls wir das noch gar nicht so groß bequatscht haben. Können wir ja nicht. Was ich in Lotus oder in Omsi gemacht haben schon. Denn wie gesagt, mal postet in die Kommentare. Ich habe es auch übrigens, leider musste ich das deaktivieren, unser Bewertungsdings hier, Daumen oben, Daumen runter, da das mittlerweile jetzt missbraucht worden ist, jetzt in letzter Zeit, weswegen ich das deaktiviert habe. Also seid nicht traurig oder sowas, ne? Ich will jetzt hier nichts vertuschen oder so. Es ist bloß massiv aufgefallen, dass wenn ein, zwei Leute da waren, auf einmal dann 20 Daumen nach unten und Tendenz steigend, ja. Es war dann halt schon nicht mehr nett gewesen. Ja, man steckt hier doch schon ein bisschen Arbeit rein und das ist ärgerlich, denn wenn du dann da irgendwie solche Sachen dann hast da. Deswegen, ja, wie gesagt, da bitte nicht böse sein. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht mehr sage, so, ja, bewerte das Video, Daumen nach unten, Daumen nach oben oder sowas. Geht ja jetzt schlecht. Was nicht mehr machen können. Aber das ist dann halt immer, da hast du immer so die Ausreißer da drin, die sich dann daraus immer einen Spaß machen. Gucken sich das Video nicht mehr an und bewerten das dann halt immer gleich dann mega negativ und alles sowas. Ist schon schade. Naja, können wir nicht ändern. Von daher, falls ich das mal sagen sollte, entschuldige ich mich jetzt hier schon mal an der Stelle, wenn es gar nicht geht. Ne, also auf jeden Fall werde ich mal drauf achten. So, 60. Haben wir schon gut runtergebremst. Und da ist dann schon Delitzsch. So. Zielvorgabe erfüllt. Und damit haben wir die Aufgabe abgeschlossen, ihr Lieben. Wahnsinn. So, sichere den Zug. Stellen Sie den Hauptschalter auf aus und die Parkbremse auf an. Alles klar. So, die Parkbremse. Wo ist Parkbremse? Nee. Irgendwo ist hier eine Parkbremse. Ah, da. So, steigen Sie aus, um Ihre Arbeit zu beenden. Das finde ich jetzt so cool, ja. Dass wir uns hier einfach frei bewegen können. Fantastisch. Ja, also klasse. Sieht hübsch aus, freue ich mich drauf. Wie gesagt, in den nächsten Folgen geht es dann weiter hier an der Stelle mit Transim World. Hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht, mit einer neuen Folge hier von unserem Transim World. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!